Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Ich denke, da war definitiv mehr drin. Also wir haben uns zum Schluss, haben wir den Punkt uns auf, definitiv verdient. Ich glaube, im Laufe des Spiels haben wir uns eigentlich einen Sieg verdient. So ist einfach meine Meinung, weil wir waren einfach spielerisch stärker, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit könnte schon 2-0 stehen, Minimum. Haben wir leider nicht geschafft und dann kassiert man ein dummes Gegentor. Das darf nicht sein. Ich glaube, wir sollten das einfach, wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden können oder Minimum runterspielen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen. Ja, es war zu erwarten, ne, hier im Ostduell. Ich denke, wir sind ganz gut reingekommen, auch verdient in Führung gegangen. Haben uns dann quasi das Tor selbst eingeschenkt. Ich denke, am Ende kann man vom leistungsgerechten 1-1 sprechen. Beide Mannschaften haben für den Punkt gekämpft. Mit dem einen Mann weniger, 10 Minuten vor Schluss, war klar, dass wir den Punkt hier halten wollen. Das haben wir getan und ich denke, so können wir gut ins nächste Spiel gegen Chemnitz reingehen. Ja, genau das, was in der ersten Halbzeit gut war. Da haben wir ein paar Chancen rausgespielt, hat uns in der zweiten Halbzeit gefehlt. Wir haben den Ball laufen lassen. Vielleicht ein Ticken weniger als in der ersten Halbzeit sogar, würde ich zugeben. Aber es hat auch einfach der finale Pass nach vorne gefehlt. Woran das liegt, kann ich leider nicht sagen, weil müssen wir analysieren. Ich muss das Spiel nochmal sehen, glaube ich, um da jetzt irgendwas in klaren Text zu machen. Aber ich denke, so im Endeffekt müssen wir echt mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, wir hatten Spiele drin, wo wir so ein dummes Gegentor noch kassiert haben und das Spiel dann ohne Punkt nach Hause fahren oder so. Ja. Und deswegen, ich glaube, auch der Punkt ist ganz wichtig. Ja, ich denke, wir sind ab und zu gut durchgestoßen. Der letzte Pass, das Pünktchen Glück hat gefehlt. Ja, aber die alle, Hallenser haben das ganz gut gemacht, haben das zugestellt, haben dagegen gefightet und ja, ich denke, am Ende 1-1 ist in Ordnung. Ja, gut. Das ist Ansichtssache, sage ich mal, aber klar, ich meine, die erste, glaube ich, allein aufs Tor ist natürlich auch ein Riesending. Und ja, aber freut mich natürlich, dass es dann trotzdem noch geklappt hat und dass ich dann mein erstes Tor jetzt für Dynamo machen durfte oder machen konnte. Und ja, natürlich freut es mich für mein Tor, aber andererseits ja, ist, sag ich mal, nur ein Punkt, mit dem wir natürlich jetzt auch leben müssen. Aber natürlich wären wir glücklicher oder wäre es besser für uns gewesen, natürlich, wenn wir hier die 3 Punkte mitgenommen hätten. Ja, zu Hause ist, glaube ich, zurzeit immer die Bude voll. Ne? Und es macht riesen Spaß bei uns zu spielen. Selbst hier, die Fans waren wieder lauter als die gegnerischen Fans, obwohl es ein Auswärtsspiel war. Das muss man sagen, die Fans stehen völlig hinter uns. Die haben uns auch wieder beklatscht nach dem Spiel und haben es anerkannt, dass wir einfach fighten, Gas geben und füreinander da sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste.